bin Björn Adam, wohne seit 7 Jahren hier in Lüneburg und habe mit vielen tollen Menschen die Jugendprojekt-Challenge hier initiiert und die jetzt immer noch im 3. Jahr hier in Lüneburg erfolgreich läuft. Die Jugendprojekt-Challenge ist ein Format, das Jugendlichen ermöglicht, von der eigenen Idee über die Projektplanung dann bis zum fertigen eigenen Projekt alles selbstständig machen zu können. Wir haben gemerkt durch Jugendbeteiligungsmaßnahmen, die nicht funktioniert haben, dass Jugendliche in Projekten durch das Handeln, durch gesellschaftlich relevante Handeln, viel besser erleben können, was es heißt, dass sie selber irgendwas umsetzen, dass sie erfolgreich sind, dass sie was verändern können. Und die Projektchallenge schafft das. Das heißt, die Jugendlichen machen selber vollständig und kriegen nur Unterstützung von uns, von Menschen aus Lüneburg und von ihren Mentoren, die meistens selber erst so 20 bis 25 Jahre alt sind. Ein tolles Beispiel, was in der Jugendprojektchallenge entstanden ist, lustigerweise schon in dem ersten Durchlauf, also vor jetzt 2 Jahren, ist ein Jugendmusikfestival. Nicht so groß, aber mit 1000 Zuschauern planen wollen. Und ich war erstmal ganz baff, dass sie sowas vorhaben. Und habe gesagt, wollt ihr nicht mal kleiner anfangen? Und die Reaktion war dann, nee, wollen wir nicht, wir wollen das so und das schaffen wir. Richtig professionell, habe ich selten erlebt, auch von Erwachsenen nicht. Und das war wirklich nur rein von Jugendlichen organisiert, die sind teilweise zwischen 16 und 20 Jahre alt. Was einfach anders ist an der Jugendprojekt-Challenge im Gegensatz zu vielen anderen Formaten der Jugendbeteiligung und auch das, was Schule macht und das, was teilweise auch Vereine machen, ist einfach, dass wir einen komplett freien Rahmen bieten. Also die Jugendlichen bestimmen komplett selbst, was sie machen wollen. Wir begleiten sie nur und wir liefern ihnen die Methoden, dass sie das machen können. Wir unterstützen sie, damit sie quasi nicht frustriert sich viel zu hohe Ziele stecken. Aber was sie am Ende machen, ob sie sagen, wir wollen jetzt die Stadt im Großen verändern oder nur im Kleinen ihren Schulhof gestalten, das ist für uns komplett frei. Auch ein tolles Gefühl zu erleben, dass wir ein Format gefunden haben, das Jugendliche einfach da fasst, wo sie Leidenschaft haben, also bei ihren eigenen Ideen. Und dass wir nicht mehr irgendwelche Bespaßungsaktionen machen, irgendwelche Veranstaltungen, wo wir glauben, das ist gut für Jugendliche, sondern die machen ihre Veranstaltung jetzt selbst. Wenn halt ein geiles Ziel da ist und die alle Bock drauf haben und das ist was sie machen wollen und nicht irgendwie, sie werden gezwungen, das zu tun von Erwachsenen, dann funktioniert das und dann können Jugendliche richtig was reißen.